Heute ging unser Fährmarathon los. Wir fuhren von San Cristobal nach Santa Cruz insgesamt für circa 2 Stunden. Dann hatten wir 5 Stunden Aufenthalt und dann ging unsere Fähre nach Isabela für nochmal gut 2 Stunden weiter. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nichts von einer rauen Überfahrt, die uns erwarten würde. Wir holen gerade die ganzen Leute nach vorne, weil es dort richtig nass ist. Ich war hier. Oh mein Gott. Mittlerweile hatte sich eine allgemeine Unruhe auf dem Boot breit gemacht. Das Boot geriet manchmal wirklich stark in Schieflage, sodass wir Angst hatten, dass wir kentern. Wir haben jetzt alle Schwimmwesten angezogen, weil das hier so unruhig ist die ganze Zeit. Jetzt ist gerade mal kurz gut. Die schwimmen um uns rum, viele Leute mittlerweile. Ich bin froh, dass wir nicht gefrühstückt haben. Hier ist auch echt flaue Magen, Carlos auch. Der Kleine hat das hier irgendwie ohne Murren weg, er schläft hier. Er hat irgendwie auch keine Angst, aber jetzt scheint sich endlich mal ein bisschen zu beruhigen nach 1,5 Stunden. Aber wie es in der Regel so ist, kaum hat man etwas ausgesprochen, ändert sich die Sachlage meistens abrupt. Wir waren wirklich froh, dass wir nicht gefrühstückt hatten. Unser Magen tanzte nämlich mittlerweile auch Samba. Was waren wir froh, als wir den Hafen von Isabela heile erreichten. Wir waren allerdings direkt mit der schlimmen Anreise versöhnt, als wir auf Isabela die erste Kolonie von Blaufußtölpeln sahen. Also 2000 stimmt. Ja, ihr müsst auch erstmal 500 sein, oder? Genau, 500, aber dann schon hochrunden. So, während hier im Hintergrund fleißig gelernt wird, zeige ich euch einmal unser Hostel, wo wir jetzt diese Woche hier auf Isabela schlafen. Und zwar sieht das so aus von außen. Und wir sind gleich hier vorne im ersten Raum. Der ist jetzt natürlich gerade nicht aufgeräumt, wie immer. Der Roomservice war noch nicht da. Und hier haben wir wieder ein kleines Bett, ein Doppelbett und nochmal ein Einzelbett. Ja, unsere Koffer sind voll und quellen nur so raus. Wir kriegen die schon immer gar nicht mehr zu. Und das Badezimmer ist hier mit Dusche, richtig schöner heißer Dusche. Das ist hier irgendwie auch nicht selbstverständlich, haben wir gemerkt. Aber hier läuft es richtig, richtig warm raus. Also auch wenn es mal ein bisschen kühler ist draußen, kann man sich hier wunderbar aufwärmen. Und die Besitzer sind mega, mega freundlich. Wir haben ja keine Küche drin, aber wir haben hier schon Tassen, Löffel, Messer, Schüsseln, alles geliehen bekommen. Die kochen uns immer Wasser auf, dass wir Kaffee und Kakao machen können. Und ja, zum Frühstück essen wir dann immer Haferflocken mit Bananen und Milch. Und mittags und abends gehen wir meistens essen. So, hier ist unser Frühstück und da hinten ist der Party-Gemüse-Bus. Wir gehen mal hin. Alemania, ah ja, ja, qué bien, ah. Alemania, nos vamos con el carro, ah, qué bien, ah. Okay, okay. Listo, gracias. Alemania, nos vamos, muy bien. Welcome. I'm Isabela, welcome. Bienvenidos a Isabela. Wir sind hier an der Lagune Salinas und haben gerade unseren ersten Flamingo gesehen. Am Strand. Und plötzlich wurden wir Zeuge einer waschechten Flamingo-Zickerei. Thank you.
Als wir nichtsahnd am Strand entlang wandern, werden wir von einer Dame angesprochen. Sie stellt sich als Claudia vor und ist Besitzerin dieses ungewöhnlichen Hauses. Sie lebt hier nämlich nicht alleine, sondern mit vielen, vielen Echsen zusammen. When do they sleep? They sleep now, they go to bed. And they sleep until the sun comes up tomorrow. Okay. And they go under the porch. You see, now this is the last warmth. Maybe a half hour, they're all gone. Okay. You don't see them anymore. Yeah, we too. Also, die kleinen beiden hier sind gerade mal einen Monat alt, die etwas größeren so ein Jahr und von denen gibt es auch welche, die 2-3 Jahre alt sind. Den Abend lassen wir mit einem Bummel durch die Stadt ausklingen. Hier werden wir Erzeuger eines hiesigen Fußballspiels. Am nächsten Tag leihen wir uns Fahrräder, um die Insel zu erkunden. Unser heutiges Tagesziel ist die Wall of Tears. So, der hat uns gerade geraten, direkt einmal durchzufahren und erst auf dem Rückweg anzuhalten und Fotos zu machen und alles, weil das sonst wohl 4 Stunden dauert, die ganze Strecke. Viele machen wohl hier auf dem Hinweg schon 1000 Fotostops, aber es sind jetzt von hier aus noch 5 Kilometer hin und die müssen wir auch wieder zurückfahren. Da vorne ist unsere erste Schildkröte. Wahnsinn, die ist richtig, richtig groß. Schildkröte hier, ne? Da ist sie. Die hat eben voll gefaucht. Ich wusste gar nicht, dass Schildkröten so fauchen können. Und dann tauchte plötzlich, wie aus dem Nichts, Sir Henry vor uns auf. Die sehr alt aussehende Schildkröte beäugte uns misstrauisch und ließ uns nur ungern passieren. Nachdem uns Sir Henry ebenfalls anfauchte und in seinem Panzer verkroch, zogen wir mit größtmöglichem Abstand von dann. Von hier aus sind es jetzt noch 400 Meter bis zum Aussichtspunkt. Die Mauer der Tränen wurde in über 14 Jahren von 1945 bis 1959 von Gefangenen der Strafkolonie mit bloßen Händen erbaut. Es wird gesagt, dass die Mauer der Tränen Tausende von Gefangenen das Leben kostete. So hat die Mauer der Tränen ihren Namen aufgrund des Weinens und der Opfer der Menschen, die sie bauen mussten, erhalten. Am nächsten Tag testeten wir den Schnorchelspot Concha la Perla, der uns bei Ankunft auf der Insel wärmstens empfohlen wurde. So, hier kommen wir jetzt zum Ende des Stegs. Wir sind vielleicht 2 Minuten gelaufen. Hier liegt auch schon wieder eine kleine Robbe rum. Und von hier aus kann man dann schnorcheln gehen und soll hier sehr viele Rochen sehen können. Und Seelöwen. Und guck mal, hier ist eine kleine Echse. Life is a winding road.
No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. Mit einer Größe von 4588 Quadratkilometern und einer Länge von 120 Kilometern ist Isabella die größte der Galapagos-Inseln. Sie ist sogar fünfmal so groß wie die zweitgrößte Insel Santa Cruz. Die Insel nimmt weit mehr als die Hälfte der Landfläche des gesamten Archipels ein. Allerdings beherbergt sie nur ungefähr 2200 Einwohner. Guten Abend. Hallo. Wir gehen hier auf Isabella übrigens jeden Abend, wirklich jeden Abend ins gleiche Lokal. Immer. Super schmeckt und das wollen wir euch jetzt mal kurz zeigen. Und zwar sieht das so von außen aus. Gar nicht so spektakulär, aber das Essen ist wirklich lecker und hier kann man günstig wirklich gut essen. Es ist eigentlich immer das gleiche im Programm, immer zu den gleichen Preisen. Dazu gibt es immer ein Getränk und man wird satt. Hier, so sieht immer ein Gericht aus. Es ist Kochbanane drauf mit Dressing, Salat, so einer richtig leckeren Knobi-Irgendwas-Öl-Zwiebel-Kräutersoße, Fisch oder Hähnchen, wir haben jetzt hier schon halb-halb gemacht. Und da kann man immer einmal auswählen Reis, entweder mit Linsen oder mit Bohnen. Und ein Getränk gibt es immer auch noch. Am nächsten Tag machte ich mich auf zu einer Wanderung zum Vulkan Sierra Negra. Diese Wanderung habe ich alleine absolviert, weil die 16 Kilometer für Matteo doch etwas zu weit sind. So, wir sind jetzt hier am Fuße des Vulkans angekommen. Es ist schon ein bisschen höher, man sieht hier quasi im Hintergrund schon die Wolkendecke hinter mir, oder auch nicht. Von hier aus sehe ich sie zumindest sehr gut. Es gibt auf Isabella 6 Vulkane. 5 davon sind jetzt noch aktiv, 2 davon im Süden, 2 in der Mitte und 2 im Norden. Und wir gehen hier heute mal zu dem Vulkan nach oben, der 2018 das letzte Mal ausgebrochen ist. Und von da aus geht's dann weiter. Was übrigens auch ganz schön ist, und das sieht man hier so ein bisschen, man läuft quasi immer an dem Krater entlang. Wie gesagt, der Weg ist doch recht gerade, nur die ersten wenigen Kilometer, 2 vielleicht, geht es quasi nach oben bergauf. Ansonsten kann man das hier wirklich gut laufen. Ist jetzt nicht großartig anstrengend, obwohl es heute relativ warm ist. Und ist auch ganz schön, ein schöner Wanderweg. Also insgesamt 8 Kilometer hin und 8 Kilometer zurück, 16 Kilometer, 10 Meilen. Das ist, glaube ich, relativ gut zu schaffen. Und die Tour dauert 6 Stunden ungefähr, maximal 7 Stunden, je nachdem, wie schnell man quasi hier ist. Jetzt geht das hier wieder zurück. Circa 1,5 Stunden brauchen wir für den Weg. Man sieht, es sieht hier echt aus wie auf dem Mond irgendwie.
Obwohl, da war ich ja noch gar nicht. Aber man weiß ja ungefähr, wie es da aussieht. Also wir brauchen für den Rückweg ungefähr 1,5 Stunden. Es lohnt sich wirklich, der Ausflug. Dauert jetzt, wie gesagt, insgesamt ungefähr 5 bis 6 Stunden. Man erfährt viel über die Geschichte Isabellas, viel über Vulkane auch. Es gibt unheimlich tolle Aussichten auf die Landschaft hier. Es ist schon echt eigenartig, wo man hier so durchwandert. Ich drehe das mal hier so um, dann sieht man das so ein bisschen. Aber es ist wirklich schön. 1,5 Stunden zurück und dann sind wir da. Wir sind noch mal für die letzten paar Tage ins Hotel Isamar gezogen. Es liegt nämlich direkt am Strand und wollen hier noch die paar schönen Tage verbringen auf Isabella. So direkt am Strand mal. Ich zeige euch das mal. Ja, jetzt ist schon wieder die Zeit rum. Wir verlassen Isabella. Guckt euch nochmal den schönen Hafen hier an und den schönen Strand. Wir sind ganz traurig, dass es jetzt weitergeht. Ich weiß gar nicht, wie viel Pech man haben kann, aber uns sind dem Boot offenbar nicht wohlgesonnen. Jetzt ist der Motor schon wieder ausgegangen und im Hafen haben wir eben den Notruf angerufen, weil wir fast umgekippt sind, alle nur noch geschrien haben. Und jetzt sagen die, die können nichts machen. Jetzt versuchen die da hinten, glaube ich, den Motor zu reparieren. Es stellt sich heraus, dass tatsächlich 2 von 3 Motoren kaputt sind. Und so versuchen wir mit dem bleibenden Motor in ruhigere Gewässer zu fahren. Tatsächlich so, dass wir Motorschaden haben, gerade hier auf dem Meer. Zwischen den beiden Inseln kommen wir weder vorwärts noch rückwärts. Also ich weiß gar nicht, was im Moment los ist. Der Eingang ist ziemlich stark. Die Leute kriegen hier schon Panik. Wir fahren jetzt offensichtlich irgendwo hin, wo die See ein bisschen ruhiger ist, um den Motor wieder zu reparieren und warten nebenbei auch noch auf ein anderes Schiff. Also Katastrophe nämlich hier alles. Nach 1,5 Stunden des Wartens sehen wir endlich ein Boot am Horizont auf uns zuschwimmen. So werden wir alle umgeladen und nach einer kurzen Diskussion mit dem örtlichen Militär steht fest, dass wir doch noch losfahren dürfen. Das ist nämlich im Dunkeln eigentlich nicht erlaubt. Die Fahrt hat es wieder in sich. Wir werden total hin und her geschaukelt und fliegen häufig von den Sitzen hoch. Als wir endlich am Hafen ankommen, sind wir mit den Nerven fix und fertig. Wenn ihr wissen wollt, wie unsere Einreise nach Peru verlaufen ist, wie es sich anfühlt, mit einem Buggy über die Dünen zu rasen und eine Oase zu besuchen, dann schaltet nächste Woche wieder auf unseren YouTube-Kanal.